Hören wir in totaler Aufmerksamkeit, denn er ist ja kein Barpianist und auch kein Barfagottspieler. Er spielt also nicht zum Vergnügen plaudernder Gäste, sondern man muss ihn schon hören. Ich begrüße jetzt auch die neu hinzugekommenen Freundinnen und Freunde von Linda Rödlisberger, denn es gilt ja so etwas wie ein Kind gemeinsam aus der Taufe zu heben. Und wer schreibt und wer veröffentlicht, der weiß, dass die Herausgabe eines Buches, die Drucklegung und wenn man das Werk dann in der Hand hält, doch schon so eine Art Geburtserlebnis darstellt. Dieses Buch hat, glaube ich, eine längere Werdezeit als nur 9 Monate, obwohl es in 9 Monaten geschrieben worden ist. Aber sagen wir mal, die Zeugung liegt mehrere Jahre zurück, was also nur bei einem Buch funktioniert oder bei Elefanten. Da geht das auf. Ich möchte jetzt gerne der Karin Wial das Wort geben. Sie ist sozusagen die Geburtshelferin, um bei diesem Bild zu bleiben. Sie ist Lektorin des Bauer Verlages in Freiburg, in dem dieses Buch dieser Tage erschienen ist. Bitte schön. Ja, danke. Ja, Linda, am Anfang war eine Idee. Wie könnte es anders sein? Die Idee liegt eine ganze Weile zurück. Und es ist ein ganz eigenartiges Gefühl und irgendwie immer ganz toll, wenn etwas dann Gestalt annimmt, richtig anfassbar ist, greifbar, geboren und auf der Welt ist. Und hier haben wir es also. In Windeln. Sie können es ja alle sehen da hinten. Ne? Also. Dein Kind. Ein richtiges, gesundes, dickes, herzhaftes Kind. Wie sagte sie heute Morgen, als sie mich traf? Ein richtiger Schinken? Also ein gewichtiges Buch auf jeden Fall. Aber es soll ja auch, ich meine, etliche Generationen überdauern und begleiten. So ein ganz bisschen feucht ist das Neugeborene noch hinter den Ohren. So von Druckerschwärze, gell? Herr Schüller, unser Hersteller von unserem Verlag, hat es also vor wie vielen Tagen? 2 Tagen, glaube ich, haben wir es fertig gehabt. War es in unseren Händen. Auch wir haben noch nicht viel drin geblättert. Aber jetzt wollen wir Ihnen doch den Anblick
ein bisschen erweitern und hier nochmal den Vorhang lupfen. Wenn einer dort hinten vielleicht die Ecke. So, ja. Ein Zehntel. Also, ein bisschen feucht hinter den Ohren darf es auch noch sein, dieses Neugeborene. Denn es hat sich ja recht gesputet, dass es das eben bis heute gerade schafft. Zum Festtag Trilogos. Und darüber freuen wir uns alle mit. Und es ist also wirklich ein Grund, den dafür durchaus stolz zu sein. Und ach, jetzt das zu genießen, was du und wir alle Beteiligten wissen ja, was dahinter auch steckt für eine Gedankenenergie, eine Zuwendung, eine Arbeit, eine, wirklich ein Einsatz, bis es dann soweit ist. Und ja, ich selber freue mich natürlich auch, dass ich sozusagen als Taufpatin geladen bin. Wie sagt man? Gotti? Gott. Ja, Gotti, Gotti. Bisher habe ich nur Patenkinder, aber warum nicht auch mal ein Patenbuch? Und ich tue das also stellvertretend ein bisschen für unseren Verlag, den Hermann Bauer Verlag. Grüße auch sehr von unserem Verleger, möchte ich ausrichten an dich, von Herrn Kerner. Und wir sind also sehr, sehr froh, dass wir dich als Hausautorin gewonnen haben. Also ich ganz besonders sowieso, weil ich mit ihr auch schon von Anfang an sehr gut involviert war, wenn man das so sagen darf. Ne? Wie wir nun aber zur Taufe selber kommen, hat Linda mich gebeten, ob ich noch ein paar Worte mal Ihnen sagen möge, wie so ein Buch überhaupt entsteht oder wie es von der Idee weitergeht bis zum fertigen Buch. Gerade zu diesem Buch. Soll ich das? Ja. Ja, wenn nicht, mache ich es auch. ja, aber ich meine, ich habe auch früher nie gewusst, was ein Buch, was eigentlich dafür ein Weg ist. Also ich mache es ein bisschen gestrafft, wie gesagt, am Anfang war die Idee. Das liegt, also ich meine, 2 Jahre zurück, da habe ich, haben Linda und ich uns kennengelernt, bei einem Seminar über Prana-Heilen, was der Chinese Chua Kok Sui hier machte in im Gotthard-Hotel in der Bahnhofstraße und er ist auch ein Autor von unserem Haus. Ja, so bin ich hin, so lernte ich Linda kennen und ja, es wurde also klar, dass mehr und mehr sie kapierte, merkte, dass auch sie nicht drumherum kommt, ihr Wissen in Buchform zu bringen. Und was eigentlich so ein bisschen ungemütlich für sie anfangs, gell? Weil ich meine, das Schreiben ist ja nicht jedermanns liebste Sache. Und sie hat so viele Talente, warum soll sie auch jetzt nur andauernd schreiben, so ganz kreativ und schöpferisch, hat sie nachher auch gemacht. Aber dennoch, sie hat also erst so ein bisschen gezögert, gesträubt, aber dann waren die Würfel gefallen und von da an war sie nicht mehr zu bremsen. dann ging es nämlich los. Also, dann kam ein erstes Exposé. Das ist also, um dem Verlag schmackhaft zu machen, worum es dann ging. Der sinnliche Draht zur geistigen Welt. Und das wurde dann überarbeitet und ausgefeilt und wieder überarbeitet und dem Verlag dann präsentiert. All das habe ich mitgebracht für das Trilogos Museum. Kommt mal her. Der Verleger und die Cheflektorin bekundeten also liebevolles Interesse, was sie dann weiter anspornte. Und dann waren Gespräche und Telefonate und Faxe und Besuche. Und all das hinterließ auch seine Spuren. Ich habe nur ein paar der lesendsten Dokumente mitgebracht, wie also sowas wirklich schlimm aussieht. Linda, dein Titel, es werde Licht, ist leider vergeben und so weiter und so fort. Auch das, deine Schreiben, auch das in kleiner Auswahl für dein Museum. Wer weiß, wie kostbar das alles mal wird, gell? ja, also dann die ganzen Überlegungen, auch mit Herrn Schüller, Umfang, Abbildungen und so weiter. Dann wurde das Ganze besiegelt mit dem Autorenvertrag. So wie das so, Brief und Siegel. Und jetzt legte Linda erst richtig los. Sie schrieb und schrieb und schrieb, unermüdlich. François, wo ist sie? sie schrieb wirklich, sie ist ja so schöpferisch und es war bald eine Fülle von Material da, also so, annähernd, so.
Und Struktur wurde dann das Zauberwort, wo wir sie immer wieder dann, ich darf das erzählen, gell? Wo wir sie immer wieder ein bisschen dann, also zur Raison bringen mussten, weil einfach ein Buch hat ein bestimmtes Volumen nur. Man kann ja nicht gleich 10 Bände oder 5 machen. Und einmal habe ich dann ihr auch ein Bild gemalt, habe gesagt, also weil es aus ihr rieselte und kollerte es heraus wie farbige Perlen. Und dann sagte ich, Linda, also diese Fülle müssen wir irgendwie ordnen. Guck mal, die Roten kommen da ins rote Töpfchen, die Blauen kommen da ins Blaue und die Grünen und so weiter. Und gelegentlich darf meine Blaue zur Abwechslung ins Rote oder zum Beleben eine Grüne ins gelbe Töpfchen. Ne? Das hat er sich dann über den Schreibtisch gelegt und hat sich brav dran gehalten. Ja, also das war dann nochmal das Manuskriptstadium. Und auch das Manuskript habe ich dir mitgebracht. Falls du nicht... zumindest diesen Teil, den wir jetzt hier haben. Ich glaube, das ist der erste Teil. Also es gibt noch mehr. Auch die Markierer habe ich drin gelassen. Das sind immer so Gesprächsnotizen. Also nicht, dass sie denken, das Buch ist dann immer gleich vom Manuskript fertig. Und Linda hat also brav alle Anregungen aufgegriffen und hat sich wieder an den Computer gesetzt und unermüdlich geleistet. Viel mehr, als wir auch wollten eigentlich, gell? Das wird immer ein bisschen mahnt, den Zeigefinger heben. Also wieder ein Archivstück mehr. Ja, das war das Manuskript, also das erste Stadium Manuskript. Dann geht es weiter. Frau Dr. Klug wurde eine Außenlektorin, wurde wegbegleitend dann für das nächste Stück. Dann kommen immer Titelfindung, Titelschutz, Überlegungen, welche Umschlagsgestaltung. Frau Gebendinger, Ursula Gebendinger haben wir ja heute auch dabei, finde ich ganz toll. Sie hat also fantastische Entwürfe für den Umschlag gemacht, auch die zu deinen treuen Händen zurück. Und für die Abbildungen im Innenleben sind alle von ihr. Ich finde sie so einfühlsam und also eine ganz tolle Bereicherung zum Buch. Schön, dass wir sie hatten dazu. Ja, und dann muss man Katalogtexte entwerfen, weil das kommt, ehe das Buch überhaupt da ist. Ne? Fotos auswählen. Hier Fotos zurück für dich, Linda, ist die nicht. Dann haben wir dann dies ausgewählt. Ja, als es also ein Werdegang ist, dann in die Produktion ging, dann kam Herr Schüller dran. Aus dem Manuskript geht es, jetzt kommt Fachchinesisch, Fahnensatz, Fahnenkorrekturen, gell? Von Diskette, genau die Disketten, auch zurück zu treuen Händen. Wissen Sie, wie viele Einheiten da drauf passen, computermäßig? Viele, ne? Ja, Umbruch, Korrekturen, Revision, Herr Schüller, was vergesse ich jetzt? Natürlich Repro, Abbildungen herstellen und so weiter. Der ganze technische Teil hat sein wachsames Auge, nichts also ausgehen lassen, war er gut, auch mit den Terminen dabei. Ja, und dann kommt der Moment im Primator, das heißt, die Autorin gibt Grünlicht, jetzt wird gedruckt. Druck, Bindung und so weiter. Und dann ist es da. Das ist wirklich 2 Tage her. Es ist 3? 3. Nicht zu glauben, gell? Ich habe mal hier dieses Taufkindchen, wo wir ja gleich taufen wollen, mit einem kleinen Beiblatt versehen, wo ich dachte, dass wir die guten Wünsche oder beziehungsweise unsere Unterschrift ihr mitgeben können, so als Erinnerung. Aber wenn ich jetzt diese vielen neuen Gäste auch noch sehe, denke ich, wir brauchen noch mal 80 Blätter, um das zu erweitern. Also das ist bei Weitem höchstens in Stenogrammform. Es sei denn, Linda, du möchtest, dass wir auch das Buch als benutzen. Ja, sie nickt. Also wer möchte hier vielleicht ihr signieren, weil in Zukunft jetzt wird sie immer signieren müssen. Ein bisschen dem Buch gute Wünsche mit, also auf den Weg geben. Und das ist danach der Taufe hier liegen, denn jetzt müssen wir dann erstmal zur Taufe schreiben. Herr Schüller, feierlich ja nicht die frisch gebackene Mama. So, als Tauftröpfchen haben wir natürlich einen Sekt aus dem Badischen mitgebracht, aus der Heimat des Verlages. Ein artiges Schürzlein rundherum, auf dem auch gute Wünsche vom Verlag für dich stehen. So. Muss das die Gotte halten oder wer hätte das gedacht? Ich habe kein eigenes, ich weiß es gar nicht. Um Anweisen. Taufpate. Taufpate, ja natürlich. Also gut.
Soll man vielleicht ein Glas bereitstellen, falls es ein bisschen... Warm halten, wenn es sich nicht verkühlt. Ja, ja. Die Kinder spielen ganz viel. Wir tun das nur stellvertretend im Moment. Nachher machen wir das alle sicher miteinander noch einmal, ja? Also, und hier ein bisschen was doch, ein bisschen. Das schöne Buch. Ein Viertel. Er hat das prächtige Gewand, alles nehme ich jetzt an. Ein symbolisches Töpfchen. Also Linda, herzlichen Glückwunsch. Also, und mein persönlicher Wunsch ist, dass dieses Buch helfen möge, dass es mehr Licht werde bei uns. Danke, dass du es geschrieben hast. So, hiermit überreiche ich dir den Täufling. Wie trägst du denn das Kind? Also, für die mit dem Kind? Das ist ja ein Wahnsinn. Das ist ein Schlimm. Ich träg das mit Kartoffeln. Das ist ein Sprach mir auch aufs Spielen, bitte. Zur Taufe ein kleines Tauflied, weil der Täufling im Zeichen der Waage geboren ist. Die Waage aus dem Tierkreis von Karl-Heinz Schuckhausen. Oh, das war schön. So, liebe Gäste, noch eine Fußnote am Schluss dieser ehrenwerten Taufveranstaltung. Die Linda, viele ihrer Freunde wissen das, ist ja nicht nur eine frisch gebackene Buchautorin, sondern seit langem auch eine begnadete Malerin. Sie hat viele Ausstellungen gemacht und für sie gilt natürlich das, was für andere Künstler auch gilt. Und sie hat mal einen schönen Satz zu ihrer Arbeit gesagt: Ein Kunstwerk ist nicht das Produkt eines einzelnen Künstlers, sondern es ist in vielen Jahrhunderten entstanden von vielen begnadeten Künstlern. Es ist ein Gemeinschaftswerk. Und das gilt für die Musik, das gilt sicherlich für ein Buch, das gilt sicherlich auch für ein Bild. Und da stoßen wir wieder in Dimensionen vor, mit denen wir uns heute ja teilweise auch beschäftigt haben. Ich habe es in meiner Arbeit als Journalist immer wieder gemerkt, dass Menschen, also gerade Schauspieler oder Maler oder alle die, die man mit diesem Oberbegriff Künstler bezeichnet, einen sehr sensiblen, fast sensitiven Zugang zu anderen Bewusstseinsebenen haben. Früher habe ich immer gedacht, dass Schauspieler eigentlich von sich aus solche Talente entwickeln. Mittlerweile bin ich davon überzeugt, dass sie Schauspieler und Maler und Schriftsteller wurden, weil sie dieses Talent haben. Und es gibt kaum einen
Vielleicht haben Sie auch jemanden in der Nachbarschaft, der so talentiert ist, in irgendeiner künstlerischen Beziehung, der nicht an andere Bewusstseinsebenen oder von anderen Bewusstseinsebenen überzeugt ist und von der Interaktion zwischen diesen Bewusstseinsebenen. Picasso hat einmal gesagt, ein intelligentes Universum versucht beständig und zu jeder Zeit mit uns in Kontakt zu treten. Und nur ganz wenige Menschen spüren oft diese verzweifelten Versuche einer anderen Intelligenz mit uns zu kommunizieren. Und die Künstler mehr, die einen mehr, die anderen weniger, die haben eben dieses Talent, das, von dem du ja sagst, dass es auch erlernbar ist. Also es ist kein Exklusivrecht irgendeiner bestimmten Menschenklientel. Wir haben ein Bild und daran ist sowas auch besonders deutlich. Das ist A1, das steht hier hinten, ist A1 mal ein Foto von einer Vulkanlandschaft. Ich glaube, das ist Lanzarote. Ne? Mhm. Ja. Und zur gleichen Zeit, als dieses Bild hier entstand, eine Fotografie, von wem ist es aufgenommen? Von einem Freund von mir, er steht dort hinten, ich sehe ihn gerade. Mhm. Ist es Lanzarote oder war es? Fuerteventura. Genau. Fast Lanzarote. Ja. Ja. Also zu der Zeit, als dieses Bild entstand, hast du hier im fernen Küsnach? In Zürich war das. In Zürich, ja. Also auch fast. Fast, ja. Fast Küsnach. Dieses Bild hier gemalt. Und es ist Konkurrent. Also wenn Sie sich das mal anschauen, offenbar herrschte, und wir wollen das gar nicht vertiefen, zwischen den beiden Menschen. Eine wie C.G. Jung, und wir stoßen ja auf diesen Namen nicht nur, weil wir hier in seinem Haus sind, was C.G. Jung eine Synchronizität nennt. Eine Tätigkeit auf verschiedenen Bewusstseinsebenen zum Zwecke der Schaffung eines gleichen Sujets. Ja? Gibt es dazu noch was zu sagen? Wie kamt ihr dann drauf, dass ihr gleichzeitig am gleichen Motiv gearbeitet habt, ohne voneinander zu wissen? Das war wirklich zugefallen. Nachdem dass Walter von den Ferien zurückgekommen ist, hat er mir seine Souvenirfotos gezeigt und Reisebericht erstattet. Und ich war dann sehr erstaunt, als ich dieses Foto sah und sagte ihm, du, also hör mal, das sagt mir was. Das habe ich in der gleichen Zeit, wo du weg warst, habe ich das gemalt. Interessanterweise haben wir das dann, weil wir beide eine Forschernatur haben und es wirklich wissen wollen, in unseren Tagebüchern geblättert und es ist also auch am gleichen Tag wirklich bei uns beiden gemacht worden. Also es ist wirklich ein telepathisches Erlebnis für uns beide und überhaupt hat dieses Bild dann auch später noch wichtige Phänomene, fantastische eigentlich könnte man fast sagen, hervorgebracht. Ich glaube, ich darf ein Beispiel erzählen. Und zwar ist Walter Physiker. Er hat viele Forschungen gemacht zu Hause und hat mir einmal wir haben einmal telefoniert zusammen. Ich habe dieses Bild in meinem Atelier von mir aufgestellt und wir haben da über physikalische Gesetzmäßigkeiten, die ich ja als nicht physikalischer Mensch überhaupt nicht richtig verstehe, aber intuitiv kann ich teilnehmen. Plötzlich hat dieses Bild, also wirklich, es ist hier das Original rechts daneben, hat aus dem Mittelpunkt angefangen zu rauchen, für meine innere Wahrnehmung natürlich. Ich habe Walter gesagt, also hör mal, ich muss rasch in die Küche nachschauen gehen, ich glaube, die Milch kocht über, es hat also wirklich gestunken. Ist der Stift jetzt gestunken? Du kannst ruhig gestinkt sagen. Es hat also gestinkt. Und ich war wirklich sehr erschrocken, indem, dass ich noch nicht sehr viel mit physischer und physikalischer Medialität zu tun hatte. Das war 1987. Und dann erschien mir in meiner Wahrnehmung Einstein und Feynman, die waren plötzlich Gast bei mir. Und das gab dann ein interessantes Gespräch, da möchte ich jetzt aufhören, aber einfach so noch ein bisschen zu dieser ganzen Geschichte. Es ist wirklich für mich ein Bild, es werde Licht, so heißt es auch. Und das wäre so die Geschichte zu diesem Bild. Ja. Es ist übrigens auch im Buch dann beschrieben als Fallbeispiel. Es gibt ja noch einen bekannten Autor, der natürlich jetzt nach dem Erscheinen dieses Buches etwas an Wert verloren hat. Der heißt Johann Wolfgang von Goethe. Der hat sich ja auch mit spirituellen Themen beschäftigt, auch mit spiritistischen Themen. Der ganze Faust, erster Teil, ist ja voll davon.
Und der hat in einem der seltenen Anflüge von Bescheidenheit einmal die Frage gestellt, in Dichtung und Wahrheit, was hat aus mir geschrieben? Er hat es natürlich erkannt, dass dieser Geniale, dieser Koloss, dieser arbeitswütige Geheimrat aus Weimar das nicht alles hat selber schreiben können, sondern der hatte schon, und das hat er auch begriffen und mit Wohlwollen registriert, seine Helfer, was natürlich nichts von Goethes Genialität nimmt. Das darf man nicht immer sagen, ja, Mozart oder Beethoven, die haben ja nur im morphogenetischen Feld abgeschrieben. Also so einfach kann man sich das nicht machen. Die waren in Interaktion. Hattest du auch manchmal das Gefühl, dass da jemand mitschreibt? Also ich würde meinen, als ich dann endlich, wie Karin ja gesagt hat, in den richtigen letzten Schreibfluss kam, das hat es wirklich, hat es mir geschrieben. Ich bin selber platt und weiß eigentlich nicht, wie das jetzt letztlich so weit gekommen ist. Das sind Erfahrungen, die jeder Autor macht, jeder Maler. Manchmal läuft es gut, manchmal stockt es und irgendwann wird man auch mal getragen. Und das sind ja insofern auch kommunikative Erfahrungen, denn dieser Tag steht ja unter diesem Motto Kommunikation. So, die Feierstunde geht ihrem Ende entgegen. Das Kind muss laufen lernen, um bei diesem Beispiel zu bleiben. Und gibt es noch was? Ja? Gibt es den obligaten Gummibaum? Naja, der Kollege hat was anderes einfallen lassen, was ja wirklich genial wäre. Es ist kein Gummibaum. Der Mann hat Mühe. Alles gut. Alles gut. Merci. Merci, Anna. Ja, ich danke auch dir. So, jetzt hören wir noch ein bisschen dem Jörg Obrecht zu. Was spielen Sie jetzt? Ist immer schön, wenn man das weiß. Also das mit dem Stockhausen war eine gute Information. Weil wir haben uns dann auf Schlimmes eingestellt. Aber nein, jetzt geht es wie so am Schluss bei den Feiern jeweils ist, da tanzt man, deshalb geht es jetzt eher tänzerisch zu eine Bure von Bach. Ich möchte auch noch Ursula herzlich danken und für alle, die mir hier mitgeholfen haben, für dass es überhaupt so weit ist gekommen. Natürlich eben auch am oberen Stock, wenn ich aber so sage, ohne die geistigen Helfer wäre das nicht gegangen. Also ich habe ein Problem mit Reden wieder gehört, das ist eben die Sinnlichkeit. Bevor wir jetzt zum dritten Teil gehen, das ist ja der 5. Geburtstag vom Trilogos, den wir gleichzeitig auch noch gerade feiern, weil das ist also auch ein sogenannter zugefallener Fall.
möchte doch ganz kurz schnell noch einen Rückblick machen. Ich erinnere mich noch sehr gut, als ich am 5. Oktober am 10.10. das Trilogos eintragen lasse, hier zu Küsnacht auf dem Handelsregister, ins Handelsregisteramt. Das ist also dann wirklich eben auch geboren. In dem Fall ist es ein anderes Kind, ganz einfach auf einer anderen Art. Und ich möchte bei dieser Gelegenheit der Judith Zalai ganz herzlich danken und dem Franzi Zickler, der als ganz treues Team mich eigentlich seit dieser Zeit immer begleitet. Ohne das tolle Sekretariat und Organisation könnte ich mir das gar nicht vorstellen, wie das überhaupt so sich hätte entwickeln können. Und jetzt, wo ja das Trilogos so langsam in den Kindergarten kommt und ich eben gedacht habe, es müsse jetzt doch das erste Schulbuch bekommen, habe ich auch sehr Freude und möchte auch allen schon festen Lehrern herzlich danken, die hier bei diesem Trilogos dabei sind und mithelfen. Das braucht eigentlich das eben auch. Ich möchte hier einfach noch schnell sagen, wir haben angefangen, auch wenn ich mich zurückerinnere, bei mir daheim habe ich meine Sitzungen gemacht und habe dann auch im Seehof, im Junginstitut, darum sind wir an diesem Forum auch immer da, meine Schulungen gemacht, meine medialen eben vor 5 Jahren, bis jetzt Trilogos das erste Schulzimmer hat bekommen, das ja jetzt im Dorf ist. Also das ist so ein bisschen kurz einfach zu der Geschichte. Wie es jetzt weitergeht, das wissen die Sterne. Wir lassen uns einfach überraschen. Und vielleicht, wenn wir den 50. Geburtstag feiern von Trilogos, würde es euch wieder da sein. Und wünsche euch auf jeden Fall jetzt auch einen ganz schönen Abend. Der dritte Teil, den ich also auch alle neuen Zuzügler herzlich möchte begrüßen. Es freut mich, dass ihr auch da seid. Würde ich sagen, ist dank dieser fantastischen Arbeit, die wir alle ja gesehen haben, auch oben im Festsaal, wo der Herr Thalmann geleistet hat. Ich glaube, es ist ein Applaus wert, dass wir schnell klatschen. Jetzt steht ganz der Finger. Und dass er schon heute Morgen um 6 Uhr umgerotiert ist, muss ich auch niemandem sagen. Er hätte nicht einmal dabei sein können, hier oben vor lauter arbeiten und Blätter suchen und so weiter. Also ich möchte auch dir ganz herzlich danken, für, dass wir es jetzt so schön können haben und uns können verwöhnen. Ich möchte auch am Hotel Sonne ganz herzlich danken. Ich weiss nicht, ob der Herr Wimmer jetzt auch da ist. Also seine Frau ist leider eben krank gewesen. Aber das Hotel Sonne hat uns den ganzen Apéro gespendiert heute oben. Und das ist ein ganz schönes Geschenk, das ich auch wegklatsche. Auch wenn ich hier bin. Dann möchte ich eigentlich jetzt die Piazza, wie auch das jetzt heisst, den gemütlichen Teil, wo wir einfach gesellig und lustig und gemütlich sein, eröffnen. Ich habe von ganz weiter Ferne vom oberen Stock schon gehört, dass so Akkordeonklänge sind aufgedrungen. Und ich weiss jetzt nicht, wo sie sind, aber ich möchte Walter Platti von Interlaken, einen ganz alten, lieben Freund von mir, der sehr begabter, begnadeter Musiker ist. Und Frau Wirth von Winterthur, die dort die Akkordeonschule leitet, herzlich begrüßen. Die werden uns jetzt so ein bisschen musikalisch, sinnlich, einfach durch den ganzen Abend begleiten. Und bis am 11 Uhr können wir also jetzt hier geniessen. Und ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Und merci noch einmal, dass ihr hier seid. Ich möchte noch etwas Organisatorisches sagen. Der Apéro geht jetzt noch ein bisschen weiter, so 10 Minuten, vierte Stunde. Und dann müssen wir dann hinter euch da rausgehen wieder und in die andere Tür rein und dann kommen wir in einen Saal. Und dort tun wir nachher essen miteinander. Die Piazza ist nachher eröffnet. Ihr seht dann nachher, was dort passiert. Ich sage euch dann dort noch weiter, was genau läuft. Oder? Es gibt noch einige Überraschungen. Wir sind ein bisschen.